Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Firewatch. Wir befinden uns hier noch immer in Wapiti Meadow und sollen Nachforschungen anstellen. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, was uns dieses Piepsen hier verrät. Ich habe es jetzt noch immer nicht durchschaut. Wir haben ja in der letzten Folge, dachte ich ja, wir müssen das Gebiet verlassen, aber müssen wir doch nicht. Forschungseinrichtung. There's nobody here. It's just tents and equipment and yeah, that's it. Look everywhere. Maybe you can find something that will help us know what's going on. No, they're doing something with the soil out here too. It's all gritted off. Who knows what else they're up to? This place just, it feels like there's bad shit afoot, you know? It's sterile, dead. Just see where that thing leads you and then get out. Es zeigt immer noch hier in das Zelt rein. Genau hier rastet es voll aus. Aber warum? There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. Oh lol. Subjects Henry M. Delilah. Henry. Are you shitting me? What? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Worst case scenario. Maybe that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. I mean, the grass is dry as hell here. It would go up in a second. Well, now I'm thinking, what if you're right? I just don't think we should do anything that we can't undo. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Wir gucken gerade mal. Alter 39. Übersicht. Programmstatus. Erste Woche, vierte Woche, sechste Woche, zehnte Woche, 25. Woche, ein Jahr. Beobachtete Eigenschaften. Entdeckungslustig, geradlinig, reizbar, passiv, schuldbewusst, direkt zurückhaltend. Zielperson hat volle Aufmerksamkeit der Vorgesetzten gewonnen. Vertrauen noch wissenschaftlich nachzuweisen. Alles deutet auf volle Kooperation hin. Nachtrag. Zielperson könnte Kenntnis des Tests besitzen.
Abbruch der Beobachtung angeraten, falls Zielperson Posten verlässt. Manipulierbarkeit 9 von 10. Ausgezeichnet durch Programmleiter EG. So fucking wound up. Delilah. Übersicht Programm. Okay, sie steckt auf jeden Fall hier mit auch in diesem Programm drin. Beobachtete Eigenschaften. Zuverlässig, trotz Alkoholismus. Aufmerksam. Charismatisch. Eigennützig. Verzerrte Wahrnehmung persönlicher Vergangenheit. Relevante beobachtete Tatsachen. War nie verheiratet. Keine Kinder. Geht selten wandern, verlässt nie ihre unmittelbare Umgebung. Mehrere Affären trotz Langzeitbeziehung. Manipulierbarkeit. Sie ist nur 3 von 10 manipulierbar. Okay. It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do. Okay, ich kehre zum Wachturm zurück. Mal gucken, ob wir da ankommen. Man führt also Akte über uns. Wir stecken irgendwie in diesem Experiment drin. Smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Okay. Also die Einrichtung, wo wir gerade waren und alles untersucht haben, hat angefangen zu brennen. Wir haben das Feuer nicht gelegt. Okay, was hatte ich hier gerade aufgeschrieben? Who is listening to us? Richtung Südwesten geht also irgendwas ab. Da hinten ist das große Feuer. This receiver just picked something up. What thingy? What now? I found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a frequency? Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Hey, Dee, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry. What? You're harshing my vibe. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay, ay, ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Last thing I need is another big crossword breakthrough. Okay, wir gucken mal, wo das Piepen herkommt.
Hier muss es ganz nah sein. Seltsamer Rucksack. What? Okay, einfach nur eine Alarmanlage. Cave. Also in dem Rucksack war ein Schlüssel in die Höhle. I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, you know, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you? It is not me. Oh my god, go. I'm going. Warum will ich denn zurück zum Wachturm kehren, wenn da jemand drin ist? Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Hey, wie komme ich zum Wachturm? Einfach hier so ein bisschen links weiter. Okay. Ah, da ist er ja. Two Forks. Okay, das Spiel speichert automatisch, das macht mir schon mal Sorgen. Keiner mehr da. Festgeklebter Walkman. Talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Okay, man hat also ein Band aufgenommen, wo es so. What's wrong? Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. Just, we have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Okay, wir laufen jetzt schon komplett durch den Rauch, oder ist das so ein morgendlicher Nebel? Ich kann es nicht genau. Sieht mehr, also hier hinten sah es auf jeden Fall mehr wie Rauch aus.
Denn hier kam ich hier schon immer hoch? Ich glaube schon. They're just, they're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Okay, wir sind bei der Höhle. Das hier wohl auf uns wartet. What the hell? Sind wir eingesperrt worden? Wir sind eingesperrt worden. Tiefer, steiler Abhang. Felsspalt durchzwängen. Okay, es gab hinten irgendwie einen Weg, oder es gibt hier einen Weg. It's freezing in here. Hier ist unser Weg nach draußen. Aber ich wollte ja erstmal gucken, was da unten ist, oder? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal kurz hier nach. Okay, hier kann ich nur einen weiten Sprung nach unten machen. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht analysiert, was in der Höhle ist, sondern haben nur schon den Ausweg gefunden. Haben wir wahrscheinlich ein bisschen vorgegriffen. Dann spazieren wir mal zurück. Eine kleine Höhlentour. Ein bisschen Minecraft-like. Okay, hier war mein Flashlight. Macht das mal an, weil bei mir geht's noch von der Helligkeit her. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Jesus, this is a big cave. Achso, ich kann gar nicht nach unten springen. Ich dachte irgendwie, ich kann nach unten springen. Okay. Dann können wir ja doch zurückgehen. Sorry dafür an der Stelle. Okay, hier sind wir wieder.
Bleibt uns nichts außer der weite Sprung runter. Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Banner. Dinosaurier. Alte Farbdose. Nachricht an Ranger. Schema für UKW-Fluggerät. So, Plan für ein UKW-Fluggerät, okay. Was steht hier? Spiele. Ach, das hier ist so ein Spielbogen. Nachricht für Ranger. Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten sich auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Sollten sie auch. Würden Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet 55 Foxtrot Lane, North Platte und so. Wenn Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er Sie verliert. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern, deshalb habe ich so getan, als ob ich Sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken würden, ist alles wieder gut. Vielen Dank, Brian. Bündel mit Kletterhaken. Okay. Ah, jetzt kommt auch die Höhle runter. Handgezeichneter Plan zur Begehung des Rucksacks. Mhm. Bretter 4 bis 6, Seil, Steine, 15 Werkzeug. Dann haben wir hier noch wissenschaftliche Hausarbeit. Sprechende Meteore. Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKW-Funksignalen. Ah, vielleicht hat das was damit zu tun. Lesen wir mal. Könnten Meteore in unserer Atmosphäre dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten kommen, können Ultrakurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Das hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist wissenschaftliche Tatsache. Möglicherweise ist dies dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert, und zwar so. Bei dem Verfahren werden die ionisierten Schweife von Meteoriten in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, über das kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometern möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde das zusammen mit einem Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in Albuquerque, New Mexico wohnt. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen, aber ich vermute, dass es nicht funktionieren wird und wir auf eine Meteoritenschauer warten müssen. Wo sind wir denn hier? So, something I never told you, or anyone, about Brian. In regards to him being out here, you know, being against the rules. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and
I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Okay, warte, begib dich tiefer in die Höhle, aber hier kommen wir jetzt nicht wirklich weiter, ne? Begib dich tiefer in die Höhle. Aber wie? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich bin hier. Kids Hideout. Kann ich auf der anderen Seite Kids Hideout raus? Weil hoch komme ich hier nicht mehr, so wie ich das sehe. Sie gibt sich jetzt so ein bisschen Schuld daran, dass das Kind hier so, keine Ahnung. Also sie fragt sich halt, was passiert wäre, hätte sie nicht gesagt, dass da kein Kind ist, sondern dass dein Kind ist. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil ich gerade eine Möglichkeit suche, wie wir weiterkommen können. Hier sieht es nicht so aus, als könnten wir lang. Unsere Aufgabe ist ja recht klar, begib dich tiefer in die Höhle. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie wir die Höhle hochkommen sollen. Können wir hier irgendwo klettern? Ist jetzt die Frage. Komm halt hier nirgendwo weiter. Okay, ich würde sagen, ich rätsel jetzt mal weiter, was ich machen muss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich die Lösung habe. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. So langsam, aber sicher wird es hier... Keine Ahnung, ich kann es gar nicht beschreiben, was hier passiert. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.